Herzlich willkommen zum heutigen Live-Satsang. Ich würde mit euch gerne in eine kleine, kraftvolle Übung reingehen. Und zwar, ihr könnt gerne die Augen schließen oder sie auch öffnen und nehmt einmal eure Hand her. Nehmt eure Hand her und fühlt mal eure Hand. Könnt gerne die Augen schließen oder offen lassen. Fühlt eure Hand, verbindet euch mit eurer Hand. Wie fühlt sie sich an? Vielleicht ist sie warm, vielleicht ist sie kalt, vielleicht juckt sie oder es findet in der Hand irgendetwas anderes statt. Bleibt verbunden mit eurer Aufmerksamkeit Richtung eurer Hand. Fühlt hinein. Lasst euch Zeit und versucht die Sensationen, die ihr jetzt wahrnehmt, die Gefühle, die Empfindungen nicht mehr zu benennen. Einfach nur wahrzunehmen. Reine Wahrnehmung. Durch euer Fühlen verbindet ihr euch mit der Hand. Es ist ein Gefühl da. Und jetzt fühlt die Instanz, die das Gefühl fühlt, die die Empfindung von Hitze, von Wärme, von Kälte, von Juckreiz, von was auch immer fühlt. Versucht, die Instanz zu fühlen, die fühlt. Lasst euch Zeit. Die Hand ist hier und in der Hand gibt es Sensationen, Empfindungen. Es findet Fühlen statt. Aber wer fühlt das Gefühl? Wer fühlt das Fühlen? Lasst euch Zeit und sucht den Fühler des Gefühls. Vielleicht kommt ein Gedanke und sagt, ich fühle das Gefühl. Aber Achtung, es ist ein Gedanke. Es ist nur ein Gedanke. Es ist nur etwas, was wiederum beobachtet werden kann. Das heißt, der Gedanke ist nicht der Fühler. Das Gefühl ist etwas Beobachtbares und der Gedanke ist etwas Beobachtbares. Aber wer fühlt den Fühler? Wer beobachtet das Beobachtete? Gibt es so etwas wirklich? Gibt es eine Identität? Eine Entität, die wir festmachen können, die fühlt, die beobachtet. Oder gibt es einfach nur fühlen? Einfach nur beobachten? Einfach nur sehen? Hören, riechen, schmecken? Wo landen wir, wenn wir den Fühler des Gefühls suchen? Wir landen im Nichts. Wir werden keinen persönlichen Fühler finden. Wir werden keinen persönlichen Seher finden. Wir werden nichts Persönliches finden.
Wir landen im Nichts, im Unbekannten, in der Stille. Wir landen bei uns, in unserer wahren Natur. Es gibt das Beobachtete, das Beobachten, aber es gibt keinen persönlichen Beobachter. Es gibt das Bezeugte, dieses Glas ist das Bezeugte, das Bezeugen, aber es gibt keinen persönlichen Zeugen. Denn Andreas ist bereits ebenfalls ein Objekt, etwas Bezeugtes. Wenn wir wahrhaftig auf die Suche gehen und den Fühler des Gefühls fühlen wollen, den Seher des Gesehenes sehen wollen, landen wir im Unbekannten, landen wir im Nichts. Und genau dieses Nichts sind wir. Genau das ist die Quelle nicht nur unseres Seins, sondern des Lebens. Die Quelle des Bezeugten, die Quelle der Welt, die Quelle unseres Alltags. Es gibt die Hand, es gibt Empfindungen, es gibt Fühlen, aber es gibt keinen Fühler, keinen persönlichen Fühler. Und das können wir erfahren, indem wir wahrnehmen, wie die Hand ist, indem wir die Aufmerksamkeit auf uns zurückrichten und in unserem Körper suchen. Wo ist das Ich? Wo ist die Entität, die fühlt? Wir werden nichts finden. Wir werden erkennen, dass es gar nicht in unserem Körper ist, sondern dass das in unserem Körper und außerhalb unseres Körpers ein Einheitsfeld ist, worin die Hand erscheint, worin das Fühlen erscheint, worin die Empfindungen erscheinen. Aber es gibt keine persönliche Instanz, es gibt kein Ich. Und das ist die Freiheit, meine Lieben. Das ist die Lösung all unserer Probleme. Das ist das Ende unseres psychologischen Leids. Es gibt Schmerz, aber keinen Besitzer des Schmerzes. Es gibt Angst, aber keinen Besitzer der Angst. Es gibt Freude, aber keinen Besitzer der Freude. Es ist alles unpersönlich. Es ist alles unpersönlich für uns als das große Mysterium, für uns als das unendliche Sein. Alles, was wir wahrnehmen, liegt vor uns. Die Kamera ist vor mir, der Bildschirm ist vor mir, ihr seid vor mir, die ganze Welt ist vor mir. Und jetzt kommt der Irrtum zu sagen, ich bin der Gedanke, ich bin das Gefühl, ich bin der Körper. Das heißt, ich trenne den Körper und alles, was darin stattfindet, von der Welt. Die Welt ist vor mir, das ist klar, das ist uns allen klar. Aber jetzt kommt der Clou, jetzt kommt das Entscheidende. Auch der Gedanke liegt vor mir. Auch das Gefühl liegt vor mir. Auch der Körper liegt vor mir. Denn ich beginne ohne Lokalisation weiter hinten. Ich bin der Zeuge des Körpers. Der Zeuge des Gefühls, der Zeuge des Gedankens, der Zeuge der Kamera, des Monitors und der Welt. Das ist diese kleine Gratwanderung. Bei uns zu sein, den Blick auf uns zu richten, die Aufmerksamkeit zurückzuziehen zu uns und das andere, was vor uns liegt, und es liegt alles vor uns, alles zu bezeugen. Das, was sich verändert, ist Geist, ist Mind.
und dadurch nicht real, nicht echt, als das, was sich ausgibt. Der Tag ist nicht real, weil der Tag verändert sich. Die Nacht ist nicht real, weil die Nacht verändert sich. Die Welt ist nicht real, weil die Welt verändert sich. Die Sterne sind nicht real, weil sie verändern sich. Der Ozean ist nicht real, weil er verändert sich. Die Körper sind nicht real, weil sie verändern sich. Der Gedanke ist nicht real, er verändert sich. Das Gefühl ist nicht real, es verändert sich. Das heißt, alles, was sich verändert, erscheint aus mir als reiner Geist, als mein und verändert sich die ganze Zeit. Das Bezeugte ist nicht real, nicht echt. Es ist eine Täuschung. Es ist eine Erscheinungswelt, phänomenal. Aber das, was echt ist, das, was sich nicht verändert, ist der Zeuge, der unpersönliche Zeuge, der all das, was vor uns liegt, bezeugt. Und wenn wir den Blick zurück auf uns richten, die Aufmerksamkeit zu uns zurückziehen und das vor uns, das Bezeugte, einfach sein lassen, gedanklich nicht anfassen, einfach die Angst da sein lassen, die Trauer da sein lassen, die Geschichte in unserem Kopf da sein lassen, die Welt da sein lassen, wie sie ist, dann landen wir und stabilisieren wir uns in dem, was wir da wahrhaftig sind. In dem unverletzten, unberührten, zeitlosen, ewigen, grenzenlosen Mysterium. Wir können uns selbst nicht erfahren, wenn wir mit einem Motiv in den Moment hineinschauen. Wenn wir mit einem Motiv in den Traum hineinschauen, werden wir so von diesem Motiv abgelenkt, dass wir uns reinziehen lassen, energetisch reinziehen lassen in eine Welt, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und wir kennen uns nicht selbst. Wir verlieren unsere wahre Position. Mit einem Motiv, mit einem Ziel, mit einer Idee, mit einer Erwartung, mit einer Vorstellung, mit einem Forcieren. Wenn wir so in die Welt hineingehen, wenn wir so in den Moment hineingehen, entmachten wir unsere Unsterblichkeit. Wir erkennen uns nicht selbst. Wir sind so von unseren Gedanken abgelenkt, die uns in die Dualität, in den Traum reinziehen, dass wir uns als den absoluten Träumer vergessen. Macht das Sinn, meine Lieben? Wir sind so von unseren Geschichten in unserem Kopf abgelenkt, dass wir uns selbst vergessen. Wir hypnotisieren uns mit unseren Gedanken. Deswegen, alles, was wir versuchen zu verbessern, zu verändern, ist wunderbar, gehört zu dem Spiel dazu. Aber es ist ein Motiv, es ist eine Erwartung, es ist ein Antrieb, der uns nicht erkennen lässt, dass wir be bereits der vollkommene Zeuge sind, der vollkommene göttliche Zeuge sind. Macht es für euch Sinn? Wenn wir in der Nacht träumen und wir sind so von unserem Traum eingenommen und vergessen, dass wir der Träumer sind des Traumes. Wir sind vollkommen reingezogen in den Traum. Da gibt es alles, da gibt es Welten, da gibt es Sensationen, da gibt es Erfahrungen, da gibt es Freuden und da gibt es Schmerz. Und das ist alles das Menschsein, das ist perfekt, wie es ist. Aber wir vergessen, dass es etwas Unberührtes gibt, etwas Stilles, etwas Ewiges gibt. Und wenn wir immer wieder ein paar Momente loslassen von dieser Traumveränderung, dann landen wir direkt bei uns. Dann stabilisieren wir uns in der Selbsterkenntnis. Wir kennen uns, wir fühlen uns als diese Ewigkeit, als diese Unverletzbarkeit. Und aus
dieser Energie heraus können wir in den Traum reingehen und unser Menschsein zelebrieren. Da können wir wünschen, Ziele haben, Vorstellungen haben, Erwartungen, so viel wir wollen. Dann ist daran nichts mehr verkehrt, weil wir mit einem Bein, mit einer Erkenntnis bei uns sind, in der Stille, in der Ewigkeit, in der Zeitlosigkeit und wissen, der Körper ist ein Avatar, um in diesem Traum mitzuspielen. Macht das Sinn? Therapie, Coaching, Spiritualität, Religion, all das ist, ich verliere mich in dem Traum. Ich bin Andreas und verliere mich als duales Geschöpf, als getrenntes Geschöpf in dieser Welt. Ich versuche die Welt zu verändern. Ich versuche Gott zu finden. Ich versuche meine Ängste wegzutherapieren. Ich versuche dies, ich versuche das. Ich bin ständig am Rudern. Ich bin ständig am Kämpfen. Ich bin ständig auf der Suche. Und solange ich auf der Suche bin, erkenne ich mich nicht. Deswegen werden wir in allen weltlichen Ideen, Konzepten, Systemen niemals die Befreiung finden, weil sie im Traum, in der Erscheinungswelt, in der phänomenalen Welt stattfindet, die es real gar nicht gibt, die geträumt worden ist. Für mich ist das Entscheidende, alles fängt bei uns an, wenn wir uns als die Stille, als die Zeitlosigkeit erkennen und erkannt haben, dann können wir alles aufnehmen, dann können wir überall mitspielen, überall. Egal, ob wir demonstrieren gehen, egal, ob wir in einer politischen Partei sind, egal, ob wir an Engel glauben oder irgendwas channeln oder was auch immer, vollkommen egal. Es ist Entertainment. Es ist Show. Göttliche Show. Und das ist nicht schlechter und nicht besser als der nächste Schluck Kaffee. Aber ich erkenne mich selbst. Ich bin bei mir. Ich weiß, ich bin unsterblich. Die Welt kann untergehen und ich bin noch immer da. Das Universum kann untergehen und ich bin noch immer da. Weil ich Gott bin. Weil ich Bewusstsein bin. Weil wir zeitlose Geschöpfe sind. Also zuerst zurückzukommen zu uns und dann können wir spielen, was wir wollen. Aber wenn wir zuerst die Welt verändern wollen, zuerst in die Religion gehen, zuerst in die Spiritualität gehen, zuerst wo auch immer hingehen, sind wir in den Sackgassen der Dualität, sind wir im Spinnennetz der Dualität. Und auch das ist göttlich und auch das ist perfekt. Aber wir sind hier, um frei zu werden. Wahrhaftig frei zu werden von Leid, von Trennung, von Unfrieden und von der ständigen Suche nach dem nächsten Moment. Es ist die Reihenfolge entscheidend. Als Andreas bin ich in der Welt verloren. Immer. Ihr auch. Als Person sind wir alle verloren, weil wir in der Trennung sind. Aber wir sind nicht nur dieser Körper. Wir sind das eine Selbst. Wir sind Gott. Wir sind die Existenz selbst. Und lasst uns einfach, schenken wir uns einfach den Raum, dass wir uns erlauben, zurückzukehren. Zurückzukehren zu dem, was wir wirklich sind. Und dafür müssen wir nichts tun. Das innere Stillwerden. Das innere Stillwerden. Und das Sein können mit dem Moment bringt uns die ganze Power zurück, die ganze Kraft zurück, die Freiheit zurück, den Frieden zurück, die Gelassenheit zurück, die Stärke zurück, das Selbstbewusstsein, die Liebe, den Frieden. Die Vergebung, das Mitgefühl, all das sind wir. Wir sind das, was wir suchen. Wir haben bereits das, was wir uns wünschen. Alles kommt aus uns heraus. Alles strömt aus uns, als phänomenale Welt heraus. Das ist unser Sein sichtbar gemacht. Die Welt ist unser Sein sichtbar gemacht.
Wir haben das alles in uns. Das sind unsere Objekte, die eine Zeit lang aus uns herausströmen und wieder zurückkehren und wieder rausströmen und wieder zurückkehren. Die Einatmung, Ausatmung des Lebens, der Realität, die wir sind. Aber wenn ich einem Objekt, das aus mir rauskommt, nachjage, dann vergesse ich meine wahre Position. Und die Position ist ohne Lokalisation, ohne Koordinaten, im Niemandsland, in der Ewigkeit, in der Unendlichkeit. Solange wir einem Objekt nachlaufen, sind wir im Laufen, sind wir in der Unbewusstheit, sind wir auf der Suche. Und dann vergessen wir uns selbst. Dann haben wir uns selbst hypnotisiert von dem selbst erschaffenen Objekt. Was für ein wahnsinniges Spiel. Wenn ich das Objekt einfach Objekt sein lasse und damit nichts tue, löse ich mich energetisch von der Anhaftung und lande wieder bei mir. Und dann verändert sich das Objekt ganz von selbst, weil ich es freigegeben habe, weil ich meine Angst freigegeben habe, weil ich meine Einsamkeit freigegeben habe, weil ich mein ständiges Höher, Schneller, Weiter freigegeben habe. Bekomme ich mich zurück und die Energie verändert sich von selbst und löst sich auf und überbleibt der ewige Raum. Der Satz hat mit geträumt. Es ist nicht etwas Form, es ist nicht etwas Materielles. Es ist die Realität als Traum. Es gibt uns nicht als getrenntes Individuum. Es ist eine Bewegung des Lebens. Das ganze Leben hat diesen Satz jetzt hier manifest gemacht. Es ist eine Bewegung. Da hat kein einziger hier selbst entschieden. Es wurde entschieden, dass hier Satsang stattfindet. Alles hat dazu beigetragen. Jeder einzelne Erfahrungsraum trifft sich jetzt hier in diesem Satsang. Und das hat das Leben, die Gesamtbewegung des Lebens bestimmt. Da gibt es keinen persönlichen Entscheider. Es gibt, zurückzukommen zum Anfang, keinen persönlichen Fühler des Gefühls. Es ist eine Gesamtbewegung des Lebens selbst. Und daher gibt es niemals einen Irrtum, niemals einen Fehler, niemals eine Unvollkommenheit, weil die Zukunft bereits fix ist. Es ist alles fix und fertig. Aus einem Ich heraus glauben wir, wir bestimmen die Zukunft. Wir können die Realität gestalten und so weiter und so fort. Die Wahrheit ist immer 180 Grad verkehrt. Der gegenwärtige Moment muss genauso stattfinden, dass die bereits festgelegte Zukunft so eintreten kann. Und das ist die ultimative Befreiung. Denn da gibt es Taten, aber keinen Täter, Handlungen, aber keinen Handelnden, vielleicht Schuld, aber keinen Schuldigen. Okay. Sabine fragt, was verstehe ich unter Seele?
Seele ist das Leben, Seele ist das Bewusstsein, Seele ist das Unvergängliche, das, was wir sind. Das, was aus den Augen von Sabine rauszieht, das ist die Seele, das ist das Bewusstsein, das ist Gott, das ist das Absolute. Nenn es, wie du es möchtest. Es kann sowieso nicht gewusst werden, was es ist. In Wirklichkeit wissen wir gar nichts. Weil um etwas zu wissen, müsste es etwas Zweites geben. Es gibt aber nichts Zweites. Es gibt nur Sein, es gibt nur uns. Lassen wir immer wieder für ein paar Momente das ruhen, was wir bezeugen. Dann lösen wir uns von dem Bezeugten und erkennen uns als der unpersönliche Zeuge, als das Nichts, als die Stille, als die Freiheit selbst. Und aus dieser Erkenntnis heraus verändert sich der Traum, verändert sich das Bezeugte, ohne dass ich etwas mache, ohne dass ich mit meinem Verstand in die Kontrolle gehen muss oder in ein Wissen gehen muss. Es öffnen sich neue Türen. Der Moment manifestiert sich so, wie es mein Verstand sich niemals, niemals vorstellen hätte können. Einfach nur, weil ich von der Welt loslasse und in den Moment reinschaue, wie er ist und nicht, wie er sein sollte. Wenn wir alles wollen, meine Lieben, nämlich uns, dann dürfen wir von dem Wollen loslassen. Dann bekommen wir alles und noch viel mehr. Das Leben besteht aus einer Dreifaltigkeit, dem Bezeugten, dem Bezeugen und dem unpersönlichen Zeugen, der niemals auffindbar ist. Und das ist die Erlösung. Ich sage vielen Dank für euer Dasein, für euer Vertrauen. Und wünsche euch tiefe Selbsterkenntnisse.